Am Stadtrand von Tscherkassy finden sich die Überreste eines Denkmals zu Ehren der Ferngasleitung Die Union. Nur wenige Menschen erinnern sich an dessen Errichtung und an die Menschen, die vor Jahrzehnten die Gastrasse gemeinsam bauten. Am 19. Oktober 1978 wurde das Monument festlich eingeweiht. Heute sind von dem Denkmal lediglich die Fundamente geblieben. Die Union, Soyuz, ist eine 2471 Kilometer lange Erdgasfernleitung, die von Orenburg bis zur westlichen Grenze der Sowjetunion nach Uschgorod führte. Fast 5 Jahre lang bauten Arbeiter aus den sozialistischen Bruderländern gemeinsam an ihrer Fertigstellung. Westeuropäische Länder sollten mit Gas aus der Sowjetunion versorgt werden. Für den Bauabschnitt von Kremenschuk bis zur Stadt Bar war die ehemalige DDR verantwortlich. Viele der deutschen Bauarbeiter waren Mitglieder der Freien Deutschen Jugend. Deshalb wurde das Vorhaben unter Deutschen auch Jugendbau genannt. Tausende junger Menschen reisten in die UdSSR, um mitzubauen. Auf ihrem Weg nach Osten legten sie zusätzlich Straßen an, bauten Schulen, Kindergärten und Wohnhäuser. Das alles hat die Zeit überdauert. Nicht ohne Grund wurde die Trasse im Volksmund zur Trasse der Freundschaft. In diesem Film geht es um diese Freundschaft und ein wenig auch um die Gasleitung. Da war plötzlich die große Nachrichtenwelle in der DDR. Es wird eine Erdgasleitung gebaut, tief in Sibirien hieß es. Und jetzt muss man wissen, die DDR konnte man an einem Tag durchfahren, von Ost nach West, von Nord nach Süd, und dann war Schluss. Und das war natürlich für mich und für viele andere wirklich ein Signal, da kann man was erleben. Mal tausende Kilometer weg von zu Hause, über ein paar Jahre gutes Geld natürlich auch verdienen. Das ist die erste Seite von meiner Chronik. Die beinhaltet die Duschbartrasse und die Erdgastrasse. Die Leute kamen aus allen Ecken der DDR. Aus Rostock, aus Suhl, aus Magdeburg, aus Potsdam und so weiter. Und jeder und viele, gerade bei wo ich gearbeitet habe, Dienstleistungen, kamen aus verschiedenen Berufen. Das waren Kraftfahrer, das waren Schlosser. Das waren Glas- und Gebäudereiniger, Elektriker. Die hatten genau die gleichen Ideen oder den gleichen Wunsch: raus. Wir müssen mal raus und auch Geld verdienen. Naja, die Eltern, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, um Gottes Willen, was willst du da draußen und. Aber nachher ging es dann. Naja, und so von Freunden, und die waren eigentlich begeistert. Meine Eltern wollten mich abreden, aber habe ich nicht. Ich wollte eben unbedingt da raus. Es war ja die einzigste Möglichkeit, damals in der DDR im Ausland zu arbeiten. Ja. Und das war schon eine tolle Sache. Wie gesagt, das hat einen mit Stolz eben auch erfüllt. Ja. Und man hat dort, gerade unter diesen klimatischen Bedingungen, war das natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung, die man da jeden Tag auch erbringen musste und leisten musste. Ja. Dort haben wir unter extremsten Bedingungen gearbeitet und auch gelebt. Dafür gab es dann auch mehr Geld. Nach 3 Jahren Einsatzzeit an der Erdgastrasse gab es eine Autokarte. Man konnte dann ein Auto kaufen innerhalb von 2 Jahren, was sehr gut war, weil normalerweise hat man ja in der DDR 10 bis 12 Jahre auf einen Pkw gewartet. Wie gesagt, es wurden sehr viele Spezialisten gebraucht. Das waren ja vor allen Dingen die Schweißer, die die Rohre zusammenschweißten, Kraftfahrer mit hoher Ausbildung, Kranfahrer und so weiter. Und dann ging das los. Im Frühling 1975 sind die ersten Arbeiter mit einem ziemlich großen Konvoi mit Lastwagen und in die Ukraine gefahren. Und jede Woche kamen immer mehr dazu. 3 Jahre hier,
Die Arbeit ist hart und die Frau zu Haus. Zwei Kinder, eine Wohnung und ich frag mich, wann zieht mich bloß hier raus? Ist es der Staub oder Schlamm, die Kälte, der Schnee? Warum tut der Abschied mir? In den ersten 4 Jahren, von 1974 bis 1978, arbeiteten fast 10.000 Deutsche an der Trasse. Die Berichte der lokalen Presse waren zu Beginn eher verhalten. Auch 30 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren die Kriegserfahrungen lebendig und die gegenseitigen Vorbehalte groß. Das habe ich vor allen Dingen nachher auch Kremenschuk und Alexandrowka gemerkt. Es war ein Kulturschock. Wir wurden in der DDR, damals die Sowjetunion, unser großer Bruder, von dem lernen wir. Und was man dort teilweise gesehen hat, sehr, sehr viel Armut. Vor allen Dingen so auf den Dörfern. Also es war irgendwie erschreckend. Und das war, was mich sehr beeindruckt hat. Das war ja, man muss ja wissen, wir sind 30 Jahre nach dem Kriegsende dorthin gekommen. Das sah auch manchmal an einigen Stellen noch nicht so gut aus. Ne? Selbst in Kiew gab es noch an einigen Stellen kaputte Kirchen und so weiter. Da hatten natürlich viele auch so ein bisschen Bedenken. Wie werden wir aufgenommen? Sind die auf uns sauer oder wütend? Das haben wir aber ganz selten erlebt, muss ich sagen. Es gab sowas. Aber ganz selten. Ja, im Gegenteil, die meisten Menschen waren neugierig, die fragten, was macht ihr da bei euch, wie sieht es aus in Deutschland? Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann jetzt. Das ist, ja, also wir wurden zum Teil mit dem Hitlergruß begrüßt von sehr viel älteren Bürgern, wenn wir dort mit LKWs oder mit PKWs unterwegs waren. Und das war für mich sehr, sehr schockierend manchmal, wo ich mir gedacht habe, hallo, wo bist du jetzt hier? Були інколи якісь там конфлікти такі, значить, що треба було міліції втручатися. Ну, знаєте, ну там випив хтось зайве. А наші ж не святі були так само. От. І важко було у тому епізоді зрозуміти, хто перший почав і хто винен. Знаєте, ну, як правило, це злажувалося. Просила рідня десь там от знайти захоронення німецьких солдатів. Таке було, що розпитували вони, де були поховані. Ще, тоді ж було ще свіжіше воно. Пройшло тільки всього-навсього 30 років з дня перемоги. 30 років – це ще не такий великий проміжок. Там були діди, батьки, от, і десь там якісь у них були координати. То бувало, що німці там питали по селах, там питали тут тотальному, розпитували. Ну, ви розумієте, на побутовому рівні ми це розуміли. Це ж людям боліло. Я Нерубайський Володимир Артемович, працюю директором Танівського НВК. Загальноосвітня школа номер 1 гімназія. Я був другим секретарем райкому комсомолу, коли приїхали молодіжні бригади будівельників з Німецької Демократичної Республіки, а через кілька місяців став першим секретарем і таким чином постійно підтримував із ним зв'язок, от, із ними, оскільки там була молодіжна організація, спілки вільної німецької молоді, будівельники були в основному молодого віку. Ich habe mir das von meiner Schwester abgeguckt, oder die hat uns erzählt, die war in Bulgarien und hat eben, damit sie die Menschen noch kennenlernt, ist sie auch unter das Volk gegangen. Und das habe ich auch gemacht, indem ich auch mal in die Gaststätten gegangen bin von denen. Und dann habe ich mich mit denen versucht, eben so zu unterhalten. Es gab einen, der hat mich ins Gesicht geschlagen. Ich weiß nicht, was er erlebt hat im Zweiten Weltkrieg. Niemetzke Faschist, hat er gesagt. Dann haben andere ihn natürlich zurückgezogen und mich geschützt, die dann gesagt haben, das ist ein junger Kerl, der kann doch nichts dafür und weiter. Aber ich habe nicht geschimpft oder was. Ich habe Verständnis für den. Ich weiß nicht, was er für eine Geschichte hatte. Wir haben versucht, in unserem Spielkowanie zu diesem Thema, wie sie sagen, nicht pedalieren, aber sie haben es initiiert. Und warum, wahrscheinlich, ist es sehr interessant, wie sie haben, боролися з фашизмом, тобто ідеологією фашизму. Вони зобов'язували своїх їздити у ці місця, особливо в Корсунь-Шевченківський, от, дивитися цей документальний фільм, як показували про завершення битви під Корсунь-Шевченківським. От.
І багатьом я бачу, ну, це було складно витримати, тому що це були їхні батьки, по суті, або діди, які загинули. У мене в руках саме урядова медаль будівельникам газопроводу, якою нагороджувалися активні будівельники, а також ті, хто сприяв. Ну, в даному випадку я відношуся до тих, хто сприяв, от, тому я маю таку честь бути удостоєний цієї медалі. В ті часи я очолював обласну спілку молоді Черкащини. От, це був період 72-79 рік. От, спочатку я був другим секретарем, потім першим секретарем. Якраз коли приїхали німецькі будівельники, я очолював власну комсомольську організацію. Während des Baus wohnten die Deutschen in Wohnbaracken, die speziell für die Arbeit an der Trasse errichtet wurden. Davon zeugt heute noch ein deutsches Städtchen auf der anderen Seite des Parks, Peremoa. Der Sieg. Єдність мети зріднює. Петро Лазебник, ватажок комсомольсько-молодіжної бригади, завжди радий зустрітися зі своїми німецькими друзями, будівниками газопроводу Оренбург-Західний кордон Союз-РСР, які працюють на Черкащині. Будівельні майданчики майже поруч, тож можна і позмагатися. Бригада Петра Лазебника зараз будує нульовий цикл під градирні Черкаського хімічного велетня. Зводиться його третя черга. Бригада Дітера Остертага, яка носить ім'я героя вітчизняної війни Миколи Кузнєцова, знайшла в Петрові вірного друга. Ось чому у президії конференції окружної організації спілки вільної німецької молоді в Черкасах Петро Лазебник. Спільна мета об'єднує людей. In Черкасі ist ein großer Kreisverkehr. Und dort ist ein Flugzeug, eine MiG, der Flieger. Außer, so, und dort ist ein riesengroßes neuer Wohnkomplex. Und dort gegenüber ist das Wohnlager und eine kleine, naja, wie ein Zoo. Eben habe ich eben auch im Büro dort gearbeitet. Das sind ja mehrere Zimmer in den Baracken. Und da haben wir zu dritt in ein Zimmer gewohnt. Naja, und auf dem Flur, da waren dann auch Duschräume und naja, Toiletten. Wie, also es war, uns hat es gefallen. Es war auch warm im Winter. Naja, es konnte auch mal passieren, dass einmal eine Maus übers Gesicht gelaufen ist. Mäuse gab es dort gerade im Winter auch ab und zu. Czerkasach Wapsche, жили эти руководители, да, и рабочие сказали, вот этот Черкаса, этот фаультиафарм, это можно сказать, где не работают, да. Или лакшуе, всегда туфли у них были чистые, да. Чому я кажу, що ми знайомі, тому що чимало заходи були спільними. Паради, демонстрації, вони брали участь, от масові заходи. Обов'язковими квота була для них, якщо приїжджав якийсь естрадний колектив, от, то обов'язково для німецьких будівельників, там якась частина квитків обов'язково була. В ресторані «Чайка» вони святкували якийсь свій захід, от. Будівельний захід, щось там вони якусь, зварили якусь шоу. От, і зібралися вони, десь чоловік 500 зібралося в ресторані. Що там творилося? Я зайшов, я думаю, ну, кінець. От, керівництво цього закладу нас більше взагалі не допустить, тому що ми домовлялися, що прийміть німецьких будівельників. Ну, у них такі є танці на стільцях, от, німецькі танці. От, коли вся величезна група людей сідають на стільці і скачуть. А захід проходив на другому поверсі, думаю, ну все розвалиться, цей ресторан. Але в 11 години, чи без 5-11, заходить один з організаторів, якийсь свисточок прозвучав, навіть не дуже голосний. Моментально все затихло,
поприбирали, стіли, столи розставили. Dieser kurze Frühling bei Kremmenschuck. Gestern lag der Schnee noch, heute ist ein Schlammloch und Staub wird morgen stieben. Ähnliche Wohnbaracken standen an vielen Orten im deutschen Bauabschnitt. Sie bildeten unabhängige Stadtteile. In Tscherkassy befand sich für die Kinder der Bauleitung sogar eine Internatsschule. Die Lehrer kamen von der örtlichen sogenannten Schule Nummer 2. И вечера будет отдыха, и спортивные соревнования. Вот так где-то в течение недели мы раза два бываем там, и они в нас. Им это нравилось. Ну, если нравилось, так и тайна тем более нравится. Были ребята разные, с разных концов ГДР. В моем классе в шестом было 12 человек. 6 девочек и 6 мальчиков. И все. А по другим классам... Это был один шестой класс у них. Пятого у них класса вообще не было. Не набиралась группа, понимаешь? А постарше были там по два человека было, по три человека в классе были. Вот такие классы были. Ребята были откровенные, очень откровенные. Их лебедих, их лебедих, их лебедих. Я тебя учу, я тебя люблю, кажу. Мальчики приходят, девочки тоже самое. Вот такие они все добрые были, добрые. Дети были, те, что у меня были, они были все добрые. Das deutsche Städtchen existiert bis heute in Tscherkassy. Es liegt nicht weit entfernt vom Denkmal zu Ehren der Gasleitung Die Union. Heute sind auf diesem Gelände Firmen ansässig. Kaum jemand erkennt in diesen Gebäuden die ehemaligen Wohnbaracken. In Teilne zum Beispiel, das Hauptgebäude des deutschen Städtchens, umgebaut zu einem Supermarkt mit Namen Freundschaft. Die Bewohner von Teilne erinnern sich gerne an die Arbeiter der Trasse der Freundschaft. Damals erlebte das kleine ländliche Städtchen einen kulturellen Boom. Svetlana Prosenko war damals 17 Jahre alt. Heute arbeitet sie als Direktorin des Historischen Museums in Teilne. На цих фотографіях, коли згадуєш відразу свою молодь, як я вам говорила, це приїжджала до нас група Крайс. І ми коли дивилися на Габріелу, нам дуже подобалося, як я вам розповідала, такі стрижки, які ми називали Гарсон. Наші юнаки і молодь тальнівська такі носила зачіски. Вони разом з нами проживали в цьому місті. Для них Тальне стало їхнім містом на цих 3-4 роки. Ну, хтось був 3 роки, хтось був 4. Я вам скажу, за весь час перебування будівництва. У нас побувало 12 тисяч німців. Мене завжди запрошували німецькі товариші. Вони також були молоді, ну, можливо, на 5 років старші за мене, на 4. У нас була знаменита група Крайс на той час, група Пудіс, група Вір. Навіть приїжджав оркестр камерний з Берліна. Тобто ми чули справжню класичну музику на той час. Тальне – провінційне містечко, не Черкаси, тим паче не Київ. Ми побачили Європу, придивлялися, як вони задягнуті, як я вже розповідала. Шапку, шанки перестали носити, молодь, в'язали, носили тільки спортивні шапочки. Ми стрижки в них переймали. Нам було цікаво, як живуть наші ровесники за кордоном. Ми ж тільки по телебаченню було чітко ограничено на українській мові час. Це була програма «Час», передач про Європу. Соціалістичний табір було, ну, більше дилично спрямування. А отак подивитися просто, як живуть люди. І нам було цікаво, ну, абсолютно все. Kulturnik, wie man auch auf Russisch sagte.
Wir haben organisiert für die Arbeiter Konzerte, Bibliothek, Kino und an Wochenenden Tanzabende, also Diskothek. Das war Abwechslung für die Arbeiter, denn der normale Arbeiter arbeitete 10 Stunden am Tag, mindestens, im Sommer manchmal mehr. Die brauchten natürlich dann auch etwas Freizeitgestaltung. Коли я дізнався, що в них є, значить, хлопці, дівчата, які пишуть, ну, ясно, діло пишуть німецькою мовою. Вони там, та була медсестра, та була, значить, ту куховарка, там той будівельник, там зварювальник, чи хто. От, вони писали вірші, і я писав вірші. На одному з вечорів ми обмінялися цими, так сказати, думками. От, вони пачку своїх віршів мені вручили, я їм своїх. От. А тоді, коли видав свою книжку, то там розділ маленький такий з німецької. Вставив їхні вірші, у мене є. Бо хтось пробував в інтернеті шукати ці імена, так, Володимир Артемович, що це в тебе за німецькі поети? Я їх не знайшов. Я кажу, німецькі поети, аматори, це були будівельники, ти їх можеш не знайти в інтернеті. От зате вони гарні вірші писали. От. А сьогодні вранці, ось невеличкий вірш Вольфрама Якобі. Сьогодні вранці до мого вікна знов прилітала пташка в синіх джинсах і з голубими тінями на віях. Не знаю я чому, але вона мені здалась схожою на тебе. Ну ось, сині джинси, це для нас тоді ще було немислимо. Ми не ходили в синіх джинсах і взагалі це не було модним. Перетиналися вони на різних таких святах. Ну, там, першотравневі свята, День жовтневої революції, паради. Такі суто особисті свята, якийсь день народження, якийсь ювілей там молодіжний. От вечоринки. Вони ходили у гості. Ich habe Melodiegitarre gespielt. Wir hießen Back to the Pipeline. Erst einmal Talnoja Unterhaltungsband, Tup, und dann später Back to the Pipeline. Zurück zur Trasse. Also die ukrainische Hochzeit, da sind wir zufällig reingekommen. Und da haben sie gesagt, wir sollen mit hinkommen. Und da haben die uns mit reingenommen. Und dann haben die mit uns zusammen getrunken. Wir haben dann erstmal Lieder gesungen. Ich spiele Gitarre und singe auch. Und haben wir dann für die ein paar Lieder gesungen. Das haben sich auch alle gefreut. Auch der Pit Manula. Ja. Ja, ja. Hey, Kumpel! Solche Veranstaltungen wurden oft von jungen Menschen besucht. Die Frau von Hajo Ubuchow, Halina, wohnt schon seit über 40 Jahren in Berlin. Als die Montagekolonne in ihrer Heimatstadt Zbola ankam, arbeitete sie als Journalistin der Lokalzeitung. Hab dich auf unsere Hände, lass doch endlich deine vier Wände, für dich ist doch diese Welt längst zu klein. Pack doch deine sieben Sachen, tu doch endlich mal was machen, denn du bist doch hier. Якраз до 8 березня написати статтю про те, як працювали жінки будівельниками, крановщицями і таке інше. І я отримала завдання від мого редактора написати про це. А так як трапилася подія, коли нас туди запросили, можна сказати, як представників місцевої громадськості чи що. На цьому вечорі Гайо розмовляв російською. Я його запитала, чи він зміг би мені порекомендувати когось, чи написати сам. Тижнів через 2-3 він, по-моєму, з'явився у нас в редакції. Ми переклали його статтю. І таким чином у нас зав'язалось знайомство, багато спільних інтересів. Тим більше він говорив російською мовою, так що у нас проблем не було спілкування. Ми вирішили одружитися в п'ятницю о 17-й годині після обіду, коли вся робоча шпола поверталася з робочих місць, закуплялася, поверталася додому, і нікому не було ніякої цікавості. Так думали ми. Коли ми розписалися потім, ми вийшли з ЗАГСу, і коли ми побачили, що на площі стоїть начебто першотравнева демонстрація, сотень дві, я думаю, може зібралося людей. В цей час перше бажання було десь зразу за вугол втекти і нікого не бачити. А тут ще приїхали всі колеги по роботі Гайо. З будівельних майданчиків, це була п'ятниця, всі в робочому. І повертаючись з роботи, вони хотіли нас привітати. По дорозі
десь нарвали соняшників. Люди були настільки здивовані, що потім мене запитували, а що це може значити? Що це за прикмета така? Я тільки знала від Гаю, що це дійсно просто поверталися люди з роботи, і найперші квіти, які вони побачили на Україні поля, це були соняшники квітучі. Die erste Hochzeit auf der Baustelle wurde im Dezember 1975 zwischen dem Elektriker Georg und Valentina, einer Postangestellten, gefeiert. Verwandte, deutsche Bauarbeiter, die Presse und Mitglieder des Komsomol gratulierten. Дорогие дети, поздравляю вас с законным браком. Желаю вам доброго здоровья на долгие годы, чтобы вы были счастливы. Nee, Frauen waren ja nur im Grunde genommen im Büro oder in der Versorgung hier, die das Essen gemacht haben. Sonst gab es ja da kaum Frauen. Draußen jetzt direkt als Arbeiter, so waren keine Frauen. Wir hatten ein Verhältnis von 1:10, also eine Frau und 10 Männer. Ja, weil das hauptsächlich eben ja, gerade Bauberufe waren und mechanische Berufe waren. Da waren also sehr viele Männer draußen. Nahe der Erdgaskompressorstationen bauten Deutsche Häuser, Kindergärten und Schulen für die zukünftigen Erdgasarbeiter. Entlang der Gasleitung stehen auch heute viele Häuser und ganze Häuserblöcke, die die Bewohner in Erinnerung an ihre Erbauer Deutsch nennen. Verdichterbauten entstanden sind, haben wir gleichzeitig Wohnungs- und Gesellschaftsbau gemacht. Also wir haben Wohnblöcke gebaut, wir haben wie gesagt Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten, Heizhäuser, also für die Infrastruktur der Leute gesorgt, die dort auf der Verdichterstation gearbeitet haben. Man sieht das auch. Wenn man dorthin kommt in so einen Ort, fährt dort rein, siehst du sofort, ach, da hinten haben die Deutschen gebaut. Weil das ist so, diese Plattenbauweise, das ist sofort zu erkennen. Перша така, можна сказати, народна така була спільна робота. Це ми збудували танцмайданчик у Тальному. Вони дуже відгукнулися позитивно на цю нашу пропозицію, що давайте, у вас є техніка, от, а наші хлопці, дівчата і ваші, значить, і разом зробимо. Der Bau der Gasleitung war in der ehemaligen DDR ein großes Thema. Für viele junge deutsche Arbeiter wurde er ein echtes Abenteuer. Sie fanden in der Ukraine ihre zukünftigen Lebenspartner und viele Freunde, mit denen sie noch heute im Kontakt stehen. Also wenn es die Trasse nochmal geben würde, würde ich sofort hinfahren. Ja. Sofort. Ich organisiere zum Beispiel alle 2 Jahre ein großes Traditionstreffen, wo mehrere hundert Besucher dabei sind, die auch alle an der Trasse gearbeitet haben. Hatten wir erst dieses Jahr wieder zum Herrentag. Also im Mai hatten wir ein großes Treffen mit über 400 Besuchern. Und das machen wir, also ich organisiere das alle 2 Jahre. Es gibt 2 Vereine in Deutschland, die auch einmal im Jahr ein Trassentreffen organisieren, wo wir uns treffen. Das war auch so eine Art Utopie. Wir waren alle gleich eigentlich, ne? Es hatte keiner, alle mussten, ja, wenn irgendwie sich den Bedingungen unterwerfen. Und das ist nicht so einfach, das ist so ähnlich vielleicht wie auf dem Schiff. Also die Leute, die auf dem Schiff arbeiten, wochenlang alleine, also wochenlang im kleinen Kreis, das kann man vielleicht vergleichen. Bei uns war es nicht ganz so schlimm wie auf dem Schiff wahrscheinlich, aber es ist vergleichbar. Man war ja 24 Stunden aufeinander, ja, und das über Wochen. Also das, wer hier gearbeitet hat, der geht abends nach Hause von der Arbeit, ist bei seiner Familie oder bei Freundinnen oder so und geht am nächsten Tag zur Arbeit. Aber dort konnte man nicht weg. Ne? Deswegen ist auch der Zusammenhalt heute noch so. Man trifft. Und
der sagt, ich war in der Trasse, ah, hallo und so, ja. Ich denke gerne an die Zeit zurück, bin glücklich. Also wenn ich dann mir auch mal Bilder so nehme, ich denke an, was ich fast jeden Tag mal in irgendeiner Sache da an die Ukraine, an den Bau und so weiter, irgendwie immer. Und es hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, also ich bin glücklich. ...1982 kehrten viele Arbeiter, die am Bau des Abschnitts Druzhba beteiligt waren, in die UdSSR zurück. Das Land hatte begonnen, eine neue Gasleitung von Urengoy hinter dem Ural bis zum ukrainischen Uschgorod zu bauen. Diesmal arbeiteten deutsche Experten gleichzeitig an drei Bauabschnitten, von denen keiner im Gebiet von Tscherkassy lag. Die Arbeit an den Gasleitungen war für die ostdeutschen Jugendlichen eine Möglichkeit, wegzugehen, die Welt zu sehen und Abenteuer zu erleben, die sich für den Rest des Lebens ins Gedächtnis einbrannten. Einige von ihnen kehrten erst 1996 nach Hause zurück. Da existierten DDR und Sowjetunion schon nicht mehr. Das verfallene Denkmal am Stadtrand von Tscherkassy ist nicht das einzige Überbleibsel. Bei ihrer Rückkehr nach Hause hinterließen die Deutschen Erinnerungen, Häuser und die Gasleitung. Das wichtigste Erbe dieser Zeit ist jedoch die Freundschaft.